zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du wieder ein bisschen Me-Time mit mir haben möchtest, dann hol dir was zu essen, was zu trinken, Keks, wie auch immer. Und dann fangen wir mal an. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich weiß auch nicht, wie lange das Video dauern wird. Diese Woche habe ich ja meine Woche der Trash- und Tauschpakete. Es müsste jetzt Video Teil 2 sein, allerdings weiß ich jetzt noch nicht, wann mein Gegenüber das Video einstellt, und je nachdem, wer zuerst kommt, wird das eingestellt. In der Theorie ist es jetzt Video Nummer 2. Ich habe ein Tauschpaket mit der lieben Anja von dem Kanal Graufalter50. Boah, diesen Namen immer. Also Entschuldigung, nicht falsch verstehen. Ich bin noch so schlecht den Namen merken. Ich verlinke euch wieder alles. Auf jeden Fall hat sie mich gefragt, ob wir ein Tauschpaket machen. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, wir packen das gute Stück mal aus. Ihr kriegt die Rückseite, weil auf der anderen Seite ist ja die Adresse, die geht euch nichts ab. Und da muss sie so schmunzeln, weil sie hat schon mit voller Liebe dieses Paket gemacht. Und da steht nämlich schon ein Spruch drauf. Liebe Postbote, eile, die Heike hat Langeweile. Wie süß ist das denn? Da habe ich schon lachen müssen und fand ich schon total nett. Und wie ich auch in meinem letzten Video mit der Nina Nicole Wiensche gesagt habe, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil, schaut's mal, eingepackt. Ich habe ihr Paket auch nicht eingepackt. Jetzt ist einfach die Karte runtergefallen. Jetzt kleiner Moment, weil ich möchte ja die Karte auch vorlesen. Schaut's mal, total nett. Und zwar steht da drauf, wer Schmetterlinge hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Okay, habe ich noch nie gehört, ist nett. Und dann hat sie mir noch was geschrieben. Hallo meine Liebe, viel Spaß beim Auspacken. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich es vorlese. Immer wieder spannend, so ein Trash-Paket. Ganz liebe Grüße aus dem Norden. Wir haben nämlich das Video, und das werde ich wahrscheinlich auch im Namen geschrieben haben. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich das so gemacht habe. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn ihr das Video seht. Und zwar hatten wir als Motto, der Norden trifft den Süden, weil sie ist im Norden und ich bin im Süden, in Bayern. Und der Plan war, was Typisches mit Nein zu tun ins Paket. Es ist immer schwierig, weil wenn ich was Typisches Nein packe, dann gefällt es ihr vielleicht nicht und das passt dann oftmals nicht. Deswegen habe ich was bayerisch Angehauchtes mit reingetan. Und ich bin auch echt gespannt, was sie reingetan hat, und deswegen freue ich mich noch auf die Sachen, was sie dann halt jetzt so eingepackt hat. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen. Graufalter 50. Total nett, freue ich mich. Und ich bin echt gespannt, aber schaut doch mal einfach dieses Geschenkpapier an. Oh, es ist rosa. Ich habe auch rosa an, weil ich ja ein rosa Nicht-Fan bin, aber es verfolgt mich einfach immer wieder. Und Schmetterlinge, ich liebe Schmetterlinge. Das werdet ihr ja immer bei dem Intro bei mir sehen. Ich liebe einfach Schmetterlinge, mag ich total. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, weil sonst wird das Video wieder zu lang. Und was schade ist, ich muss es aufreißen. Da werde ich wahrscheinlich das Papier kaputt machen. Ich bin total gespannt und ich habe auch keine Ahnung. Wir haben uns auf 10 Teile geeinigt und halt ein Ding, was Typisches. Oder zwei Dinger. Jetzt hoffe ich, dass mein Kater wieder nicht das alles umschmeißt. Das ist unmöglich. Der muss immer bei dem Video stören. Und das erste finde ich schon super, weil ich muss ja nachher wieder zum Schaffen. Und da habe ich gleich was zum Essen. Und was liebe ich auch? Melone! Ich liebe Melone. Melone, Duft, Melone, Putzmittel, Schlag mich tot, alles dabei. Na, gleich ist das Licht weg. Ich muss immer gucken, was mein Kater macht. Ich liebe auf jeden Fall Melone und das werde ich nachher gleich testen und vernichten. Also da schon mal vielen, vielen Dank. Jetzt hat es wahrscheinlich gewackelt, das Bild, aber ihr kennt es ja. Normales Video gibt es bei mir halt nicht. Mir ist nicht kaputt gegangen, das finde ich sehr schön. Okay, wir sind wieder ernst. Dann haben wir das nächste, das ist was Leichtes. Ich würde sagen, eine Maske. Masken gehen ja immer. Und ich sag mal selbst, ich habe ja Masken, die kaufe ich immer wieder nach. Und das ist auch völlig wurscht. Und selbst wenn die in den Tauschpaketen drin sind, die kannst du immer wieder gebrauchen. Und die habe ich tatsächlich noch gar nie gehabt, und zwar von Neutrogena, ein Hydro-Boost. Die habe ich mir noch nie gekauft, weil ich da immer so geizig bin. Ihr wisst, ich kaufe gerne mal teure Kosmetik, aber so bei bestimmten Sachen bin ich einfach zu knietschig. Das ist halt einfach so, da hat halt jeder so seine Marotten, ich auch. Aber die Maske werde ich sehr gerne testen. Und heute Abend ist meine Roller-Time von diesem, was ist das,
nicht Lavastein, halt von diesen, Jade-Roller. Heute Abend ist Jade-Roller-Time und da wird natürlich diese Maske danach zum Einsatz kommen. Ich versuche ja immer noch meine Falten ein bisschen wegzurollern. Bringt zwar nichts, aber man kann ja wenigstens den Versuch starten. Vielleicht hilft es ja doch. Und dann haben wir ganz viele kleine Sachen hier noch drin und da bin ich echt gespannt. Bei dem, glaube ich, ist es ein Lippenstift, aber dafür ist er zu schwer. Bin ja immer wieder erstaunt, solche kleinen Sachen zum Einpacken. Deswegen habe ich ihre Sachen auch nicht eingepackt, die waren mir einfach zu fuselig. Ich mag das einfach nicht, wenn du so kleine Sachen einpacken musst, dann bin ich halt einfach zu faul, also bitte vergebt's mir. Da bin ich dann eher für dieses Gruselpapier von der Glossybox. Und zwar, was haben wir denn da Tolles? Also anhand der Verpackung sehe ich es noch nicht. Da steht jetzt Oslo Airlines, vielleicht irgendwas von Nailcare Nagellack vielleicht. Mal gucken, ist noch zu. Gucken wir mal halt, was drin ist. Schade, das ist eine tolle Farbe. Die mag ich sehr gern. Und die Farben verwende ich tatsächlich, wenn meine Nägel ein bisschen rauswachsen. Und dass das dann, dass der Übergang nicht so ersichtlich ist. Ansonsten nehme ich für meine künstlichen Nägel, für meine Gelnägel tatsächlich gar keinen Nagellack. Also die Farbe finde ich sehr schön. Das ist so ein Beige-Ton, aber der trägt nicht so doll auf. Und dann kannst du ein bisschen, ein oder zwei Wochen kannst du da ein bisschen schummeln, bevor du zu deiner heißgeliebten Nageltante wieder gehst. Also finde ich sehr, sehr geil. Ich wollte ja dieses sehr geil ein bisschen minimieren, weil mir gedacht habe, das ist in den Videos nicht schön. Aber ab und zu... geiles Produkt, freue mich. Also echt schöne Sachen. Und du wirst, das sage ich auch immer wieder, du kannst nie alle Geschmäcker treffen bei solchen Videos. Da kann schon mal auch was dabei sein, wo man sagt, nee. Aber dann kann man es ja weitergeben. Und meistens hat man in der Familie auch irgendwelche freudigen Abnehmer. So, was haben wir denn hier drin? Also hier denke ich, ist was Leichtes drin. Ich sehe es noch nicht. Und zwar sind das Ampullen. Die habe ich tatsächlich, La Cura, habe ich noch nie gehabt. Ich mag Ampullen eigentlich ganz gern, nutze die auf zweimal und die teste ich, das ist Nachtschwärme über Nacht. Gut, ich mache die sowieso abends drauf mit Jojoba und Nachtkerzenöl sowie Lavendelöl. Och. Ich liebe doch Lavendel. Ich bin so Duftjunkie, also verzeiht mir das bitte. Ich rieche ja an allem. Ich mag sogar Desinfektionsmittel und Putzmittel gerne riechen. Also ich bin nicht krank, vielleicht ein bisschen gestört manchmal. Aber ich bin so ein Duftjunkie und wenn was toll riecht, da könnte ich dann immer dran schnüffeln. Deswegen versuche ich die Produkte oftmals gar nicht erst aufzumachen, weil dann muss ich immer dran riechen. Wie gesagt, jeder hat eine leichte Störung, ich habe dann anscheinend mehrere. Dann haben wir was Kleines und da denke ich, das ist vielleicht ein Lip Scrub oder so. Ich hoffe nicht. Aber weil ich verwende ja keine Lip Scrubs, aber irgendwie verfolgen sie mich in letzter Zeit, habe ich festgestellt. Und ich habe ja gesagt, was zu mir wieder kommt, verwende ich auch. Und wenn du dann öfters Dinge bekommst, die du eigentlich nie gerne benutzt hast, und du dann sagst, ja gut, dann fällt es halt doch. Dann denke ich, yeah. Nein, was Grünes. Oh. Und zwar von Alverde ein Jelly Pudding Lipgloss Nude Candy. Das hört sich ja mal richtig schön an. Das muss ich gleich auch machen. Kein Lip Scrub. Finde ich gut. Oh! das habe ich doch verstanden, Lipgloss. Oder? Muss ich dann wahrscheinlich drücken. Ui! Aber es ist wieder meine Farbe. Also voll die 100% getroffen. Und das riecht wie Beeren, also nicht wie Pudding. Ja, Jelly Pudding, ja. Okay, wie so ein Obstpudding. Ja? Wie so Brombeer. Also das finde ich geil. Vor allem finde ich diesen Pushen da oben ganz gut. Ich weiß zwar noch nicht, ob mir das so taugt so auf die Lippen. Aber wie gesagt, das teste ich wirklich gern, weil die Farbe mag ich. So, jetzt ist natürlich mein Video kurzzeitig abgestürzt. Weil irgend so ein Depp angerufen hat. Ich hoffe, ich muss es nicht zusammenschneiden. Ah, also ich kenne diese Alverde und Santa Produkte schon. Allerdings, wenn ich im Laden bin.
mache ich irgendwie immer einen Bogen drumherum. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was sie für Produkte sozusagen im Sortiment haben. Ich möchte es immer gerne testen, weil ich ja grundsätzlich auch gegen Tierversuche bin und das ganze Zeug mit Mikroplastik. Ich habe mir auch wieder vorgenommen, über diese CoCheck-App mehr zu schauen. Aber oftmals hat man irgendwie keine Zeit oder man nimmt sie sich nicht. Wie gesagt, ich gehe mal auf den letzten Drücker meistens zum Rossmann oder zum DM. Ich nehme mir da nicht wirklich Zeit, weil wenn ich da noch Zeit habe, vergesst, dann muss ich 3 Stunden Haul machen und dann bin ich fertig. Also von dem her teste ich sehr gern. Freue ich mich. Also wirklich schöne Farbe. Jetzt machen wir mal was Kleineres auf wieder. Und ich glaube, das ist ein Lip Balm. Also von der Form her. Weil die haben ja meistens so ein langes Teil da hinten und vorne ist dieser Lip Balm drin. Kann man ja auch immer gebrauchen. Gerade im Winter, im Sommer nutze ich das gar nicht. Oh nein! Oh ja! Oh nein, weil kein Lip Balm und oh ja, weil sehr schön. Ein Eau de Parfum. Oh. Und ich liebe doch Proben. Und von dieser Firma, von diesem Narciso, hatte ich sogar schon ein Parfüm. Da habe ich ja mal eine Frau auf der Straße angesprochen und gesagt, oh, sie duften so gut, was haben sie denn für ein Parfüm? Da hat die mir das gesagt und gesagt, das habe ich zu Hause im Schrank. Das riecht bei mir ganz anders und das ist sozusagen, das gibt es in schwarz und in diesem beige, teste ich sehr gerne. Ich lasse es jetzt aber mal zu, beziehungsweise gucke ich, was für ein vorne dran ist. Weil ich bin ja da so, wenn da so ein Sprühkopf dran ist, Sprühkopf ist dran, dann sprühe ich natürlich gleich mal. Voll meins. Gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ja, das hatte ich glaube ich schon mal und ich glaube, ich werde mir das Parfüm wieder nachkaufen. Das ist halt der Nachteil, wenn du dann wieder an solche Sachen erinnert wirst, dass du weißt, da war ja mal was, das war gut. Und ich habe irgendwann hatte ich mir mal die Flaschen und das ganze Zeug aufbewahrt, weil ich mir gedacht habe, ja gut, das Parfüm war gut, kaufst du es dir wieder. Vielleicht nicht gleich, weil die offenbar ist wirklich manchi. Aber dann habe ich es so irgendwann weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, das wird einfach zu viel. Oh, jetzt riecht das ganze Wohnzimmer. Jetzt ist was Weiches drin. Ich will es mal nicht zu doll drücken. Vielleicht was zum Essen. Ein paar Nüsse. Nüsse mag ich auch gern. Ihr müsst mal Paranüsse und dann sowas ähnliches wie Pekannüsse. Also wie Walnüsse. Und ich glaube, die heißen Pekannüsse. Oh, hat die Tüte aber 700 Kalorien. Und ich glaube, es sind nur 150 Gramm drin. Die kannst du innerhalb von 5 Minuten essen und hast dann gleich eine ganze Mahlzeit weg. Ich schaue ab und zu schon ganz gerne mal auf die Kalorien, aber ich bin kein Kalorienzähler. Ich weiß halt, dass ein Döner so ca. 600 Kalorien hat. Oh, und das erinnert mich an was. Ich glaube, das muss ich nachher auch mitnehmen. Bonbons. Also bei mir heißen die Bonbons. In Bayern heißen die, glaube ich, Guzis oder in Österreich Guzis. Aus Kiel. Okay, Kiel war ich schon mal. Und im Osten, also in Thüringen, gab es früher so Himbeerdrops, die sahen so ähnlich aus und die liebe ich. Die sind richtig hart. Die werden ja wirklich mit so einer langen Schlange, werden die ja gemacht. Mag ich sehr gern. Nam, 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 nam. Ich sehe schon. Die heißen Himbeerboncha. Okay, ist mir eigentlich wurscht, wie die heißen. Die werden schmecken und da werde ich mich drauf stürzen. Ich sehe schon, mein Abendessen ist gesichert, weil ich werde wahrscheinlich den ganzen Nachmittag das Süßkram futtern. Aber das macht mir gar nichts, weil ich habe nämlich schon Unreinheiten von meiner wochenendlichen Schokoladenaktion. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen Süßigkeiten hinterher schieben und dann habe ich ja die andere Seite auch. Also verdient. Egal. Dann was Schweres. Und da glaube ich, also für ein Duschgel ist es zu klein und zu leicht. Ein kleines Parfüm, also da gibt es ja von Rossmann oder DM auch so Parfüms für 3-4 Euro und die sind gar nicht schlecht. Da müsst ihr mal bei YouTube schauen. Gibt es mal ein Dupe und euer Lieblingsparfüm oder Dupe Videos. Ich kaufe oft für einen normalen Alltag bei Rossmann diese Dupes oder bei Kick oder je nachdem. Da kann man ja, wenn man ins Büro geht, machen und wenn man weggeht, kauft man sich das Original. Dann machen wir nur. Also so mache ich das halt. Ich verstinke meine Kollegen, dass die ja nicht sagen, ich stink. Ich stink halt dann nach Parfüm. Also anders stinken. So, dann machen wir das mal auf. Ich muss es doch mal aufreißen. Und ich bin total von diesem Papier begeistert. Das geht überhaupt nicht kaputt. Und zwar ein After Sun von Yves Rocher. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz so meins. Aber das teste ich, weil ich habe ja in letzter Zeit so mit diesem Duft von Yves Rocher irgendwie so ein bisschen Probleme. Ich lasse es jetzt aber immer noch zu. Ich werde es aber sehr gerne testen.
Weil ich weiß, Yves Rocher hat ja auch unterschiedliche Geruchsrichtungen. Aber irgendeine, ich glaube, dass in diesen braunen, alles was so braun ist derzeit, kann ich gerade nicht riechen. Ich weiß nicht warum. Ich lasse es jetzt auch mal stehen bei mir. Vielleicht ist es einfach eine hormonelle Geschichte, das kann ja sein. Aber sowas ist immer sehr gut und die haben ja eigentlich wirklich super Sachen. Also Yves Rocher hat eigentlich super Sachen, bin ja da schon seitdem ich 18 bin Kunde. Von dem her, da hat man immer mal so Phasen, wo man sagt, das ist gerade nichts. Ja. Jetzt machen wir mal mit dem nächsten. Das ist was Leichtes, aber ich will es nicht quetschen, weil es schon hart ist. Nicht, dass ich was kaputt mache. Wir haben noch zwei Sachen. Und ich bin echt begeistert. Also, sind schöne Sachen dabei. Ich glaube, ich habe von... Also, ich habe eigentlich noch von allem noch nie was gekauft. Also, sind alles neue Produkte für mich. Klar, Ampullen, das ist klar. Kaufe ich immer mal wieder, aber von der Firma habe ich es eben noch nie gekauft. Und genauso ist das Lipgloss, habe ich ja auch schon ein paar Mal gehabt, aber noch nie von Alverde mit so einem Puschel dran. Und das teste ich. Und klar, Haribo hast du ja auch noch nie, aber ich habe diese Haribo Melone auch noch nie gekauft. Weil ich dieses Regal von Süßigkeiten eigentlich meide. Und das nicht ohne Grund. Oh, okay. Das finde ich sehr schön. Weil da stehe ich auch mal davor und denke mir, ja, brauchst du es jetzt, brauchst du es nicht. Nein. Und zwar von Gliscour ein... Was ist das? Also eine Maske. Ich hatte die mal in grün und die war richtig gut. Die Farbe finde ich natürlich wieder äußerst schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, du hast da auch vielleicht farblich ein bisschen an mich gedacht. Das mache ich jetzt gleich mal auf, weil das werde ich heute Abend gleich mal verwenden, weil das finde ich richtig gut. Ups, das war ein Fehler. Schaut mal, das ist komplett pink und es riecht auch wie Brombeere. Also richtig gut. Das werde ich heute Abend gleich verwenden. Nur allein die Farbe finde ich schon super schön. Und ich muss sagen, die von Gliscour, diese Dinger, die sind wirklich gut. Wird wahrscheinlich jeder Friseur wieder sagen, da ist das nicht drin und das ist zu viel drin und das nicht und hin und her. Da kenne ich mich halt auch nicht so aus und möchte es jetzt auch gar nicht wissen, weil, wie gesagt, die liebe Anja von diesem Graufalter 50 hat das mir eingepackt. Ich freue mich drüber und ich werde es heute Abend gleich testen. Echt schön. Und dann haben wir das letzte, dann ist das Paket leer. Ich werde das letzte rosane Paket auspacken. Und ich finde es richtig toll. Also, wie gesagt, man lernt da ja auch nette Leute kennen im Internet. Und so gestörte wie mich halt. Und auch die Geschmäcker sind halt auch verschieden. Und das finde ich schon interessant. Also, ja. So. Also dieses Papier, du musst mir unbedingt mal sagen, wo du dieses Papier her hast. Weil das geht gar nicht kaputt. Und das ist ja was für mich, wenn es nicht kaputt geht, obwohl du da rumreißt. Aber mit Tesafilm hast du es ja gut gemeint. Ist nur ein Spaß. Ich habe ja hier noch mein Messer liegen vom Weihnachtskalender-Unboxing, wo ich es ja nicht gebraucht habe. So, und das letzte Produkt, ich glaube, ist eine Handcreme. Die habe ich so ähnlich schön gehabt. Genau, eine Handcreme, Kokosnuss. Ich habe sogar, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier habe. Nee, ich habe es nicht. Ich habe von Yves Rocher eine mit Weihnachtsduft noch auf vom letzten Jahr. Und die ist auch richtig gut. Die teste ich jetzt gleich. Weil Kokos mag ich sehr gern. Werde ich jetzt gleich mein Lipgloss verschmieren. Ist egal, wir testen das jetzt gleich. Weil Handcreme brauche ich auch immer. Ich schmiere das. Riecht richtig. Oh. Da gibt es einen Kokosnussgeruch. Der ist ganz eigen. Ich meine, dass das, wenn du diese Kokosnussmilch trinkst. Also nicht künstlich. Also richtig gut. Also schön ausgesucht und Kokosnuss geht immer. Ich schmier mir ja auch das Kokosnussöl in die Haare, wenn ich mal Lust drauf habe. Also wie gesagt, tolle Sachen dabei. Fällt mir richtig gut. Und worum es eigentlich in diesem Video ging, also etwas vom Norden, das sind die Bonbons. Und zwar eben aus Kiel. Die werde ich jetzt gleich öffnen. Und werde auch die Haribo Melone gleich vernichten. Vielleicht nehme ich sie auch gar nicht mit ins Büro. Ich hoffe, mein Kollege sieht jetzt nicht das Video. Schalt jetzt mal ab. Weil er kennt nämlich meinen Kanal auch. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr Freunden, Bekannten, wie auch immer mal von mir oder meinem verrückten Kanal erzählt. In diesem Sinne machen wir jetzt einfach Schluss für heute. Lasst mir ein Like da. Gerne einen Kommentar, ob ihr diese Sachen kennt oder auch kauft. Weil offensichtlich...
rafft sie andere Sachen wie ich. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, beziehungsweise Teil 3 von dieser Tausch-Trash-Paket-Woche, in der Theorie kommt das andere Video Sonntag, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis demnächst wieder. Eure Heike.